Verborgen in unseren größten Meisterwerken und antiken Artefakten liegt ein Geheimnis so alt wie die Menschheit selbst. Ein Hund und ein Junge tauchen in unterschiedlichsten Epochen auf. Wer sind sie? Was wollen sie? Und woher kommen sie? Antworten finden Sie in Das größte Geheimnis der Geschichte, ein Hund und sein Junge. Diese Symbole wurden im Grab von Tutanchamun entdeckt. Auch bekannt als König Tut. Soll ich sie für dich häuten, in Honig tauchen und in eine Grube voll Feuerameisen werfen lassen? Oh, was? Auweia. Lauf! Haltet sie auf! Nein! Kletter an Bord! Und dann tauchten sie erneut 1200 vor Christus auf. Zu Beginn des Trojanischen Kriegs. Bist du bereit fürs Schlachtfeld, Schamanus? Auf jeden Fall, Mr. Agamemnon. Schamanus, ich bin wieder in Trojans Blut zu kämpfen. Das ist gefährlich. Ich hab doch Helm auf. Mr. Vivani! Festhalten! Und in der Renaissance. Vielleicht sind die beiden rätselhaften Figuren sogar die Erklärung für ihr Lächeln. Lächeln! Sage mir eine Sache, worüber ich könnte lächeln. Bitte, Leonardo. Vielleicht kann ich da behilflich sein. Du bist aber nicht nein, 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 schau mal. Behalte diese Lächeln! Nichts bewegen, nichts bewegen! Ist es möglich, dass die beiden durch die Zeit gereist sind? Sherman inspirierte mich zu der Erfindung meines Lebens, einer Zeitmaschine. Wo fliegen wir heute hin, Mr. Peabody? Nicht wo, Sherman. Wann? Ich fliege! 2014. Ergreift diesen Mond! Erleben Sie ein Abenteuer. Jetzt hab ich euch. Ich ziele niemals daneben. Spoiler-Alarm. Historischen Ausmaßes. Festhalten! Vom Regisseur von Der König der Löwen. Darf ich steuern? Natürlich nicht. Die Abenteuer von Mr. Peabody und Sherman. Ab Donnerstag, den 27. Februar, nur im Kino, in cleverem 3D. Mr. Peabody, Sie haben einen Nobelpreis gewonnen. Sind ein weltbekannter Forscher. Glauben Sie, dass Sie den Herausforderungen der Erziehung eines Jungen gewachsen sind? Eingedenk meiner bisherigen Leistungen, wie schwer kann das schon sein? Nun gut. Ab 27. Februar steht der klügste Hund der Welt vor seiner größten Herausforderung. Ganz gleich, wie fern ich zu sein scheine. Wiedersehen, Mr. Peabody! Vater zu sein. Mr. Peabody, Sherman hat sich heute geprügelt. Wenn die Eltern des Mädchens Anzeige erstatten, veranlasse ich, dass man ihnen das Sorgerecht für Sherman entzieht. Wer kommt denn zum Essen? Wart's ab. Ich muss Ihnen sagen, Peabody, wenn es um meine Tochter geht, dann gibt es nichts Wichtigeres als... Hallo? Eine Umfrage, ja, gern. Sie hasst mich. Rauft euch zusammen. Aber sag nichts vom Zeitomat. Er nennt es den Zeitomat. Es ist eine Zeitmaschine. Wow. Jetzt hast du sie ja gesehen. Gehen wir wieder zurück. Nö. Sherman, Penny, warum seid ihr angezogen wie im alten Griechenland? Ich hab sie im alten Ägypten verloren. Ich war verlobt mit König Tut, dann war der Sprit alle. Im alten Troja. Du hast den Zeitomat benutzt. Ja, sie steht total drauf. Oh je. Ihr habt den Zeitomat unsachgemäß benutzt. Wir müssen die Geschichte neu schreiben, um das Universum zu retten. Das alte Ägypten. Vorsicht, Sherman, das ist eine Falle. Nimm das falsche Boot und du fährst in den Sarg. Jetzt bist du dran. Das Boot von Raben. Oh je. Helden Griechenlands! Ja! Das hat uns jemand hier gelassen! Ein Geschenk! Geil! Sieht ja genauso aus wie unser Gaul. Ja! Das hat mich jetzt echt überrascht! Wir haben ein Loch ins Raumzeitkontinuum gerissen! Ich glaube, die Vergangenheit holt uns ein! König Tut? Benny! Was denn? Die Abenteuer von Mr. Peabody und Sherman. Mr. Peabody! Halt Sherman! Nun, Sherman, entscheidend ist eben, was hinten rauskommt. Kapier ich nicht.